Welche Essstörung kennst du? Also ich kenne die Magersucht, wo man ja ganz schlank ist und immer dünner werden will. Also ich kenne die Magersucht, die Essstörung, wo man andauernd isst, und die Essbrechstörung. Ich kenne die Bulimie und die Magersucht. Also ich kenne Magersucht. Dann kenne ich noch die Essbrechsucht und noch die Esssucht, wo man einfach nicht aufhören kann zu essen und man quasi süchtig nach Essen ist. Wie findest du Menschen, die sehr dünn sind? Also ich finde, man muss jetzt nicht so ultra dünn sein. Man sollte nicht zu dick sein, aber zu dünn ist dann auch schon wieder hässlich. Also wenn man zu dünn ist, dann schaut es jetzt, wie ich finde, nicht so schön aus. Aber zu dick ist jetzt auch nicht so schön. Ich finde Menschen, die sehr dünn, nicht so schön. Also bei ab einem gewissen Grad, finde ich, ist es auch nicht mehr gesund. Ja. Was glaubst du, sind die Ursachen für eine Essstörung? Also ich denke, das kann viele Ursachen haben, zum Beispiel das Internet oder wenn Freunde dir sagen, ja, du bist zu dick oder so. Ja, also das kann von Mobbing kommen auch sehr häufig. Dass man eben auch durchs Internet beeinflusst wird. Also ich glaube, es sind vor allem so Stories auf Instagram und so. Oder auf YouTube, die dann immer sagen, ja, du musst so und so viel Kilo wiegen oder das schaut jetzt aber nicht so schön aus oder du schaust nicht so schön aus. Wo dir die ganze Zeit, den ganzen Tag über Leute, die sich richtig schminken und mit großen Sixpack, da siehst du den ganzen Tag und dann vergleichst du dich mit denen und dann bist du unzufrieden.